Moin und willkommen zu diesem Tutorial. Heute mal von drin. Da das Wetter immer noch nicht so ist, wie ich mir das wünschen würde, um draußen weiter zu filmen, mache ich einfach heute mal ein Tutorial drin. Und zwar geht es heute um den ND-Filter für die Dolby 4K. Zu ND-Filtern hat, glaube ich, jeder so seine eigene Meinung. Ich kann nur sagen, sobald die Sonne scheint, solltet ihr den ND-Filter benutzen. Ansonsten sind die Aufnahmen, ja, ausgebrannt will ich nicht sagen, aber sie sind sehr stark überbelichtet. Und man bekommt es auch mit der manuellen Regelung des Weißabgleichs und ähnlichem in der Dolby einfach nicht in den Griff. Aber der ND-Filter hat für mich einen ganz großen Nachteil, denn er wird auf die Linse aufgeklebt. Und das hat mich schon des Öfteren gestört, genau in den Momenten, wo ich zum Beispiel bei Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang Aufnahmen machen wollte, waren die Aufnahmen dann einfach zu dunkel. Und auch das habe ich wieder mit der Technik innen drin nicht nachreguliert gekriegt, so dass entweder sehr viel Nacharbeit in der Videobearbeitung anschließend sein musste oder die Aufnahmen einfach im Arsch waren. Deswegen hätte ich mir gewünscht, dass Zerotech sich da ein System überlegt hätte, sodass man die ND-Filter leichter wechseln kann. Aber weil ich ehrlich gesagt darauf nicht warten wollte, habe ich selber ein bisschen rumprobiert. Also bin ich hingegangen und habe den ND-Filter an meiner Dolby wieder abgebaut und habe dann auf der Rückseite den Klebering entfernt. Und wenn man sich den Filter jetzt einmal anguckt, nicht, dass er mir jetzt runterfällt, man kann das so wahrscheinlich sehen. Es ist ein kleiner schwarzer Ring, also der Filter ist nicht durchgängig, ja, durchsichtig. Und das habe ich mir einfach mal zunutze gemacht. Und zwar habe ich das Ding mit Tesafilm fixiert. Und zwar genau in den Bereichen. Jetzt ist aber das normale Tesafilm meistens immer zu breit dafür. Darum zeige ich euch einmal, wie ich das gemacht habe. Und zwar habe ich eine stinknormale Rolle Tesafilm benutzt. Ich glaube, das sind 10 mm. Es gibt sie auch noch in dünner. Aber hierfür reicht mir das wunderbar. Und ein Taschenmesser, auch handelsüblich. Ich benutze hier eine relativ kleine Klinge in dem Moment. Und mit dem Taschenmesser habe ich jetzt mittig eine kleine Kerbe eingeschnitten. Und im Anschluss habe ich kurz hinter dem Beginn, so 2-3 mm dahinter, eine weitere Kerbe eingeschnitten. Ich hoffe, man kann es sehen. Dann nehme ich die Dobby. Die Linse ist dabei ganz leicht angekippt. Es sind, glaube ich, 22,5 Grad. Egal. Hauptsache, sie ist ein bisschen gekippt, sodass sie gut rankommt. Und lege den ND-Filter auf die Linse. Jetzt nicht wegrutschen. Einfach erstmal drauf. Ja, der schwarze Kreis, der sollte definitiv auf der Linse liegen, damit ihr auch die richtige Seite entsprechend oben habt. So, und jetzt kommt wieder das Tesafilm. Ich gehe mit der Klinge unter die erste Ecke von unserem rausgeschnittenen Streifen und ziehe es mit der Klinge ab, kann man es sehen, den ganz kleinen Streifen, der dabei entstanden ist. Er ist wirklich sehr klein, deswegen halte ich ihn auch nur mit der Messerspitze fest und setze ihn ganz vorsichtig auf das obere Ende des Filters. Mal leicht nachpositionieren, andeuten. So, wenn man sieht, er steht hier oben jetzt nicht über, hält den Filter fest und hält das Ganze am Rahmen fest. Das Ganze machen wir jetzt auch noch an der Unterseite und setzen hier auch ganz vorsichtig den Tesastreifen auf. Ein klein bisschen andrücken, keine Kratzer reinmachen. Ja, und schon ist die Linse fertig. Und sie fällt auch nicht ab. Man kann es jetzt im Video wahrscheinlich nicht
genau erkennen, aber die Klebestreifen hier sind jetzt jeweils genau in den Bereichen, wo dieser schwarze Ring auf der Rückseite ist und decken somit die Linse nicht ab. Ja, wie gesagt, die Technik ist relativ simpel. Es sind halt einfach nur zwei kleine Klebestreifen, aber sie halten den Filter gut fest. Ich habe ihn bisher noch nicht verloren, ich habe damit schon einige Flüge gemacht und ich bin immer in der Lage, den Filter zu entfernen, wenn die Lichtverhältnisse so sind, dass ich es über die Technik nicht ausgleichen kann. Also, wie gesagt, probiert es aus oder lasst es, wie ihr mögt. Ja, ich hoffe, dieser Tipp hilft euch ein klein bisschen weiter und ihr könnt damit vielleicht noch ein klein bisschen bessere Aufnahmen irgendwo rauskitzeln. Wenn dem so ist, würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst oder ein Abo, wie ihr mögt. Falls ihr noch irgendwelche anderen Tipps habt, wie man das vielleicht noch etwas besser hinkriegen kann, schreibt das doch einfach mal in die Kommentare und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Also, bis dann!